Ja, die Verwaltung der Unterstützungskasse, die Verwaltungsgesellschaft, ist ein ganz wesentlicher Player, ist ein ganz wesentlicher Part in dem ganzen System. Es ist der Part, der langfristig zur Verfügung stehen soll und muss, der das Ganze die nächsten 30, 40, 50, 60 Jahre weiter begleiten soll. Und das ist der Partner, der das Ganze auch rechtlich, steuerlich, administrativ, versicherungsmathematisch begleitet. Ja, und damit ist bereits alles gesagt, wenn ich sage, BAV, betriebliche Alterssorge und die pauschalnotierte Unterstützungskasse ist ein rechtliches, ein arbeitsrechtliches, ein steuerrechtliches, ein sozialversicherungsrechtliches, ein finanz- und versicherungsmathematisches Thema, ohne dass es hier um Versicherung geht, aber es ist vor allem auch ein mathematisches Thema und es ist ein vernünftiges betriebswirtschaftliches Thema, dann weiß ich, wen ich hier brauche. Ich brauche hier einfach einen Zusammenschluss, ich brauche hier ein Konstrukt, eine Gesellschaft, die im Prinzip Rechtsanwälte, Steuerberater, Mathematiker, Betriebswirte, Diplomkaufleute vereint, möglichst nicht in losen Kooperationen, es gibt häufig Streit, sondern fest in einer Gesellschaft als fester, verbundener Zusammenschluss mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass es langjährig gibt. Und die Wahrscheinlichkeit, wie lange es eine Gesellschaft noch geben kann, da ist ein kleines Indiz dafür, wie lange gibt es das Ganze schon, wie hat das Ganze in der Vergangenheit gearbeitet, beruht es, wie wir zum Beispiel, auf einer Rechtsanwaltsgesellschaft seit 1924, die seit 1999 das Thema Verwaltung professionell und auch im großen Stil betreibt, oder ist es vielleicht eine UG Limited oder GmbH, die erst vor einem halben Jahr, vor einem Jahr gegründet wurde, bei der noch keine Betriebsprüfung stattgefunden hat in den Unterstützungskassen, die relativ wenig Erfahrung mit dem Ganzen haben und vielleicht sogar die Tragweite noch nicht abschätzen können und die von der Herkunft, von der Wurzel, vom Ursprung eigentlich nichts anderes sind als ein Kapitalanlagenvertrieb, als eine Vermittlungsgesellschaft für Finanzprodukte unterschiedlicher Art.